Heute geht es um die gute alte deutsche Leitkultur. Richtig, Behrensen. Und damit werden wir alle Behrensen-Sorten probieren, die es vielleicht gibt. Ich habe nicht gezählt. Aber damit herzlich willkommen zum allerbesten Kanal auf dem Planeten. Endlich wieder 16. Ich habe damals Behrensen geäxt, eine ganze Flasche. Mir ging es so gut. Good morning, Glenn. Warst du damals schon so nervös? Ja! Oh, geil, okay. Also wir haben alles von Behrens gekauft, was wir bekommen haben. Testen das, raten das, damit ihr das nicht tun müsst. Let's go! Wir haben übrigens auch die drei Special-Sorten. Raspberry Cream. Ja, ist gut, Opa. Und Passionsfrucht-Creme. Opa, pass auf, dass du dich mit den ganzen Wörtern nicht übernimmst. Wir fangen mit dem normalen an. Das ist überhaupt kein Behrens. Emergency Meeting. Was denn? Was ist los? Er hat das Gefühl, das ist gar kein echter Behrensen. Oh, der war die ganze Zeit im Control Room. Drückst du bitte den Knopf? Okay, was soll die Scheiße? Jetzt mal ehrlich. Der war die ganze Zeit im Control Room! Ja, dann mal rein damit. Mal gucken, wie der schmeckt. Also wir müssen ja uns auch vorbereiten auf ja, die kulinarischen Köstlichkeiten, die jetzt folgen. Hey, wann hast du Behrensen so gesoffen? Weil für mich war das immer so... 14, 15, 16. Das waren die Drinks, die Leute mit 14, 15, 16 getrunken haben und ich habe mich nicht getraut. Mhm. Für mich war Bier noch zu hart. Und jetzt überleg mal, wo ich angekommen bin. Prost auf den Gutshaus Behrensen! Oh, der gute originale saure Apfel. Und rein damit! Der Imposter hat geschmeckt wie Scheiße. Der muss weg. Nee. Darf ich einen aussuchen? Darf ich einen aussuchen, Daddies? Ja, natürlich. Ja. Es ist Zeit für ein wenig Honey Time! Oh, ist der cremig? Das nee, nicht. Der ist mit Milch. Milch ist Gift. Da ist der Dominik, die geben schon die vegane Haare wieder nach oben. Ja. Warum muss denn eine Kuh reinäutern, Behrensen? Genau mich. Ja. Und daraus gewonnene Erzeugnisse. Das ist einfach Joghurt mit Alkohol. Du gehst da hin. Die rosa Kuh, die gibt nämlich Behrensen. Himbeere. Das ist die rosa Kuh, die macht heute auf Mu. Oh Gott. Nee, Joghurt mit Alkohol ist, macht man nicht. Ich weiß nicht, was das auf meiner Zunge war. Das fühlt sich an wie ein Pelz. Vielleicht ist er zwar der besser, ne? Der zweite hat bei mir einfach nach nichts mehr geschmeckt. Der ist ja richtig insane! Bah, ist das eklig. Wollt ihr direkt das Milchtrio durchknibbeln? Nee. Nee. Gut, dann meine, such mal aus! Das ist Rau, was bin ich? Eine wilde Kirsche. Weil du so rund und rot bist. Ich möchte hier raus. Wie viel haben die alle gekostet? 6,49 jeder. Das ist ja sogar bezahlbar. Ja, war noch im Angebot. Bei Southland! Wenn ihr Bock habt auf das beste Merch der Welt, gönnt euch. Ja, es gibt diese wunderbaren T-Shirts und es gibt das Girly, glaube ich. Ja, wir haben das auch für alle unterschiedlichen Bodytypes. Ja, also ich wusste ja nicht, krass, dass ich heute so ein Shirt trage. Seit wann bist du so haarig da? Oh. Folgende Sache. Wir sind dabei, wir sind dran, auch mehr als 3XL zu haben. Ja, sind wir. Nee, wirklich. Das und wenn Problem ihr euch ein Shirt kauft, taggt uns auf Instagram. Die Kanäle von uns auf Instagram findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber eine wichtige Nummer, ne? Das ist die letzte Woche schon so auflang. Oh mein Gott, du hast ja recht. Ja, stimmt. Das geht ja nur noch Sonntag. Nee, ich dachte bis Freitag. Nächste Woche. Ja. Freitag. Ja. Ja, hab ich ja gesagt. Wir haben gar keine Zeit mehr. FOMO, FOMO. Lebt deiner Traum, denn das magst du? Kirsche? Nee. Schmecker? Nein. Ey, was muss man einer Kirsche antun, damit die so scheiße schmeckt? Was ist das? Schmeckt doch nach so einer guten Sauerkirsche. Nein! Ich werd gleich zu Sauerkirsche, du Arschloch. Weißt du, der Kinder Maxi King schmeckt mehr nach Sauerkirsche als die Sauerkirsche. Alter, Sauerampfer wirklich vom Feld so dringend gegessen ist besser als das. Nee, die Kirsche finde ich in Ordnung. Die klebt alles. Die sauer machen überhaupt nicht. Timescape, wir sind. Uns geht's gut. Wir müssen auf unsere Patreons anstoßen mit unseren Lieblingsdrinks. Patreon beispielsweise. Ja, oder zum Beispiel. Mama Tokekiss. Oder natürlich. Anne Nickel. Hä? Und nicht zu vergessen. Alexander Kahn. Danke. Danke. Oh, guck mal, warte mal. Ich hab hier noch einen gefunden. Wer ist denn das für ein Wichser? Barbie. Okay, und jetzt machen wir einmal da. Wir stoßen auf euch an, eure lieben Patreon. Ja,
Und jetzt ist der große Dominik-Moment, denn er darf einen Drink aussuchen. Yes, yes. Entzündet, nein. Oh nee, nicht den Tornado mit, nee. Ja, wenn du das jetzt exst, kriegst du 100 Euro für mich. Fährst du mich dann auch ins Krankenhaus? Ich habe echt keinen Bock, Auto zu fahren in Berlin, tut mir leid. Ich würde dir vielleicht einen Uber rufen. Trinke Maracuja, sei Beerenzen da. Halt deine Schnauze! Oh mein Gott, der ist ja schon voll. Das hat sich auch in magischer Art und Weise für mich gefühlt. Das ist ein magisches Pinchen, das wird niemals leer. Ein bisschen Maracuja! Das ist ein magisches Pinchen, das wird niemals leer. Nee. Oh, das ist nie. Maracuni. Der ist ja ohne Sahne, warum heißt das dann Maracuja? Das verstehe ich wirklich jetzt nicht. Nee, das ist auch ziemlich dumm. Sollte Maracu-Nein heißen. Maracu-Nein, ja. Maracu-Nein. Maracu-Nein. Das geht nicht rein. Maracuja ist so eine geile Frucht. Das geht nur raus. Was hat man denn damit gemacht? Doch. Doch, Maracuja-Saft ist geil. Such dir mal was aus, Opi. Was hättest du gern? Ich wusste nee. Es. Ich wusste es. Du blöder Wichser, Alter. Ich liebe Kokosnuss. Ich liebe Kokosnuss. Ich liebe Ananas. Liebst du mich? Ja, natürlich. Wir können dich nicht. Also mit dem Shirt, muss ich sagen, hast du auch einfach plus 10 Sexiness bekommen. Krieg ich jetzt meinen verfickten Kokosmann! Ich mag Kokosnuss! Alter, halbe Stunde nicht später, sein. Nichts passiert. Ich bin auf dem Buch. Ich hab Maracuja genommen. Warum hast du? Das sieht doch nicht aus wie Kokos. Das sieht aus wie Sojamilch ich sag in den nicht, Anfangstagen. Wie das aussieht, aber das sieht ganz schlimm aus. Oh, es riecht aber auch scheiße. Oh nee. Wie sagte der Kokosnussmann zur Kokosnussfrau? Heureka, Heureka. Nee, du hast jetzt auch ein, du hast unsere Aufmerksamkeit. Möchtest du noch was Cooles sagen? Ja, Prost. Da würde ich gerne mal eine Bestellung haben. Ih, was ist das denn? Der schmeckt großartig. Was ist das denn? Ananas. Das schmeckt erstaunlich wenig Pina nach Kokosnuss. Der schmeckt wie Pina Colada. Nein! Der schmeckt wie Pina Colada. Der schmeckt wie der Pina Colada Durchfall von Onkel Herbert. Der schmeckt überhaupt nicht nach Pina Colada. Wisst ihr, wie der schmeckt, glaube ich? Weiß ich nicht. Wie der Durchfall von Onkel Herbert? Nee, wenn es eine Seven vs. Wild Version von Alke geben würde. Von Heike? Alge, weil die sind auf der tropischen Insel. Wenn Knossi es schafft, 7 Tage da zu überleben. Knossi es schafft. Knossi schafft es irgendwie in der Wildnis zu überleben und wir drei schaffen es nicht mal 5 Flaschen Beerenzen zu trinken. Guck dir mal dein Gesicht an, das sieht doch nicht aus wie Survival. Trink die zwei. Nee. Warum heißt das Kokolicious, wenn das so wenig nach Koks schmeckt? Kokosnuss. Das heißt Kokolicious. Nee, Dritter gecallt, dritter gemacht. Was hast du denn heute noch vor? Nach Hause fahren. Das ist doch scheißegal. Du wohnst in fucking Spandau, da willst du eh nicht hin. Bessere Hälfte ist irgendwo auf der anderen. Ich würde da jetzt gerne was gegen sagen, aber kann ich nicht. Was? Von Mal zu Mal verzüglicher. Nein! Wird schlimmer und schlimmer! Ihr Opfer habt aber 3 mit mir davon getrunken. Das war das Schlimmste, was jemals in meinem Mund gelandet ist. Boah. Blöd. Meint ihr, Knossi bricht sich einen Fuß? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass der gewinnt. Also, ich hoffe wirklich, dass er einfach durchhält. Oh! Marmelade! Die große Rhabarber-Oma. Erdbeer-Rhabarber-Marmelade ist, glaube ich, die Marmelade, die überall im Kühlschrank ist. Da hat er wirklich recht. Ja, weil ihr euch keine richtige. Guck mal her. Erdbeermarmelade, aber ich hab kein Geld, kauf Rhabarber-Erdbeer. Kauf richtige Erdbeermarmelade, du Arschloch! Aber Erdbeer-Rhabarber ist geil. Das nein! Doch, Rhabarber ist nein, so geil. Rhabarber ist das Obst des armen Mannes. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Hast du mal einen Apfel gesehen, Alter? So, Rhabiba-Rhaboba-Rhabarber. Fucking 15%? Ja. Boah. Lebt die noch? Gar? Darf man diese Witze machen, Alter? Die Marmelade-Oma, Alter, die ist noch... Alexa, lebt die Marmeladen-Oma noch? Die Mona Lisa lebt noch. Die Mona Lisa lebt noch. Dann ist die Welt gerettet. Ich wusste nicht, dass sie so heiß ist. Boah, das schmeckt ganz schlimm. Da würde ich auch mal sagen, gibt's einen zweiten. Ich geh mit meiner... Können wir da Pferdlaufen machen? Ja. Ich hab nur in Berlin ein bisschen Angst, dass man einfach erschossen wird. Wir gehen nach Hause. Drogen mit im Spiel?
Keine Ahnung. Das sind, irgendwas singen alle mit. Das sind die besten Hits der 90er, 80er und das Beste der 20er. Mit euren Top-Hits, wie zum Beispiel... Saufland! Oder natürlich... Saufland! Das war ein krasser Song, wirklich. Das ja, war das Sprechgesang. Der 90er. Neue deutsche Welle. Ja. Okay, wir trinken jetzt wirklich das Vermächtnis der Marmeladen-Oma nochmal. Ich möchte, dass ihr euch darauf konzentriert, daran zu denken, wie das bei so einem schönen Brunch sein könnte. Wenn man in so einen Toast beißt, da ist vielleicht ein bisschen veganer Frischkäse drauf und vegane Marmelade. Doch der zweite ist deutlich besser. Nee, möchtest du vielleicht den hier? Ja, oh, Mango Vanille! Mango Vanille! Mango! Ich habe ihn letztens gerade wieder Tisch kaputt gekriegt. Wusstet ihr, dass eine Vanille... Aber immer wenn du mir diese Stimme ansetzt, dann weiß ich es nicht und interessiert so, mich. Den eine dafür. Orchidee ja, ist? Bitte dafür. Oh mein Gott. Ja, du Arschloch, weil du es auch verdient hast. Ja, und? Was macht der jetzt? Er wollte es mal noch eine Orchidee in meinen ja. Kuchen backen. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht sagst du ja, boah, Orchideen, mega langweilig, aber ne, und so. Dominik, wirklich, also die kommen dann, die kommen da ja auch. Das ist doch ein Girly-Shirt. Warum haben wir mit Dominik ein Girly-Shirt gekauft? Der ich habe das Gefühl, der Ausschnitt ist sehr viel breiter. Das, als bei guck mal, wie dick das ja. bei uns ist. Nee. Das, ich habe das versucht anzuziehen. Möchtest du was zum Spielen? Nein! Bleib mir weg damit, Judas! Die haben ja wirklich von gar keiner Seite eine Mango- oder Vanilleschote gesehen. Die haben eine Orchidee da reingemacht, du hast recht. Ja. Was soll das? Willst du noch einen Maracuja ausprobieren? Nochmal so zwischendurch? Ja, so einen halben. Weil vielleicht schmeckt der Maracuja. Waldmeister, Himbeer oder Zitrone? Also check nochmal, ob Maracuja ist. Maracuja, also möchte ich Zitrone. Malte, was möchtest du? Himbeer, Zitrone oder Waldmeister? Hier, den hier. Ahoi. Nein. Oli. Je länger ich warte, desto schlimmer sieht das aus. Warum sieht denn so schön aus? Das ist ja krass. Ich glaube, das ist verboten. Du bist wie so ein Alchemist von damals. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Malte dachte sich, das muss kein guter Shot werden. Uri Geller. Toll. Wirklich, ich bin begeistert. Mensch, hattest du aber eine tolle Idee. Was krebst du da? Wo willst du hin? Oh. Dankeschön. Oh mein Gott, du bist da. Möchtest du diese braune Brühe auch noch mal umrühren? Eigentlich deins ist... Das ist... Disgusting. Das kriegt man bei Bloodborne, wenn man irgendwie Gegner tötet. Tschüsschen. Bah! Oh ja. Oh, 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 oh. Ist geil? Ja, oh, oh, ist das geil. Ich möchte gern das Dunkle dahin. Ja, nicht falsch, das war nicht verarscht! Was, Jungfrucht? Boah, iiih! Boah, geil, Alter! Oh mein Gott, der sieht ja riesig aus. Ja, Welt! Das ist, sieht aus wie Eierlikör. Warum? Meine Lieben, aber super Team. Das, meine Freunde, ist Passionsfrucht. Wie viel cool. Schuss hat der? 15. Nur wer so zusammenhält, jagt den Teufel aus der Welt. Der hat ja Stücke. Ih, der hat Stücke! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja ekelhaft. Oh Gott! Ist ja noch gut, das hat der auch Stücke, oder? Alles daran war schlimm. Alles! Der Geschmack, die Konsistenz, das Aussehen. Du hast überhaupt nicht geschüttelt, kann das sein? Ich hab mich geschüttelt. Heike, da bin ich sehr gut drin. Behrensen ist bekannt dadurch geworden, Apfellikör zu verkaufen oder wie auch immer man das nennt. Warum man sich dann wirklich das hier dachte? Die eiskalte Verführung für Sommernächte. Behrensen Passion Fruit Cream. Machen wir so niedliche Shots, Alter? Da ist ja noch oben die Hälfte frei vom Glas. Knack da jetzt mal richtig rein, Alter. Knack was so ist dein scheiß Problem? Das hat gar keinen Sound gemacht. Das war wie jetzt hättest du mit einem stumpfen Zettel da drauf gehauen. Knack dein Eis. Ah! Und du bist ein Einhorn. Was sagst du? Du bist ein Eishorn. Oh Gott, ja. Nee, warte, ich bin. Jetzt mal ganz kurz. Wie ist so die Kombination? Nein, der ist überhaupt nicht okay.
Warte, was habt ihr denn für Ansprüche? Ja. Hallo! Hallo! Mein Frau! Ich muss wirklich sagen, ich finde das halt faszinierend, wenn das nur 6,90 Euro kostet. Und das halt 94! Wenn das nur so wenig kostet. Du bist ja nach einem so einem Ding schon hart betrunken, oder? Grüß dich! Grüß dich! Nimm was zum Runterschlucken. Nimm was zum Spielen. Ja, bleib mir zu fett los. Nimm was zum Nein, Spielen. Nein, ich will das nicht, das ist deiner. Nimm was Nein. zum Spielen. Nein, ich möchte das nicht. Oh, ihr Gesicht, so ein, war nicht schön. Es gibt so ein Waldfruchtsaft mit extra Eisen. Oh, so ähnlich schmeckt das. Irgendwas stinkt hier nach Magnum. Ja, sie was? Wir haben nur noch eine Sorte, ne? Ja. Und die letzte Sorte ist, das ist ein wenig Arschzeit. Das ist 40. Hiep. Wenn wir uns beiden, können wir noch beim Vietnamesen essen, by the way. Soll ich aus der Flasche trinken? Ja, hab ich gemacht. Ja. Meine Güte. Wo ist der Pfirsich? Wo ist die Himbeere? Was soll das schmecken? Ich verstehe gar nichts. Ah, der Grüne. Himbeere und Pfirsich, das schmeckt nach nichts davon. Aber nach was schmeckt es? Nichts. Das Original. Okay, pass auf, jeder muss noch einen Lieblingsbärenzen-Call und den muss er trinken. Na, was ist deiner? Meines Lieblingssorte ist... Ruhe. Alles, Moment. Kokos. Bist du bescheuert? So, was ist deiner? Die Marmeladenoma. Bist du blöd? Und was ist deiner? Dann nehme ich Waldfrucht. Was? Stimmt auch überhaupt nicht, aber ich nehme jetzt so ein Schüsschen. Also, die würde ich mal sagen, hier. Ich hoffe, die Marmeladen-Oma legt noch ein langes, geiles... Mach das nicht. Das Warum hast du das gemacht? Ich glaube, in der Bärensfabrik würde es jetzt gekündigt werden. Jetzt sieht beides gleich aus. Ist es jetzt was? Ist es jetzt Waldrabarber-Erdbeer? Nimm deine Hände da weg. Nein, das meine ich. Nimm die an! Ja, zusammen ist auch viel schöner. Okay. Ah! Nein! Das ist ein bisschen der Weg. Guck mal, was ist das? Was ist das denn? Ja, dann Prost, Leute. Das schmeckt immer noch wie vorher. Nee. Alles ist eklig. Nee, der stinkt schon so schlimm. Kauft Saufland-Shirts. Ja, mach das, aber ich.